Kapitel 1. Wie werde ich Schriftsteller? Ein Projekt von Cornelius Hartz. Eine große Freude heute, die wichtigste Autorin historischer Romane im deutschen Sprachraum, Tanja Kinkel, hier bei Kapitel 1. Herzlich willkommen. Freut mich, dass wir uns hier auf der Buchmesse treffen können. Erzähl doch erstmal, wie du so zum Schreiben gekommen bist. Ich habe schon als Kind leidenschaftlich gerne gelesen und mir Geschichten ausgedacht. Und das war für mich normal, sie irgendwann auch aufzuschreiben. Das waren natürlich noch keine Romane, das waren Kurzgeschichten. Und dann, als ich ein Teenager wurde, auch ab und zu Gedichte. Ich habe versucht, damals so mit 13, 14 auch Romane zu schreiben, aber damals einfach noch nicht die Ausdauer gehabt. Die dauerten dann ein, zwei Schulhefte lang. Das war ja noch vor dem Computerzeitalter. Meinen tatsächlich ersten Roman habe ich geschrieben während meines ersten Semesters in München, wohin ich zum Studieren gezogen bin. Und dort hatte ich eine Wohnung für mich und entsprechend mehr Ruhe. Und dort schaffte ich es dann tatsächlich mal, einen Roman fertig zu schreiben, damals als ich 19 war. Der handelte von dem englischen Dichter Byron und seiner Schwester Augusta. Und das war mein erster Roman, mit dem ich dann im darauffolgenden Jahr tatsächlich auch einen Verlag gefunden habe. Und auf diese Weise bin ich zum Autorendasein gekommen, was immer schon mein Traum war. Aber ich dachte ehrlich gesagt, ich würde mindestens 10 Jahre brauchen, um einen Verlag überhaupt zu finden. So wie es sich dann entwickelt hat, war es so, bis ich mit dem Studium fertig war, hatte ich mich auch als Autorin etabliert und konnte also nahtlos nach dem Ende meines Studiums auch als Autorin weitermachen. Es erscheint einem ja alles ziemlich nahtlos, ne? In Kindheit, Jugend angefangen und dann wirklich straight bis zum ersten Buch beim Verlag. Wie hast du denn damals einen Verlag gefunden? Ich habe das Manuskript an 7 oder 8 Verlage gleichzeitig geschickt und entsprechend viel Ablehnungen und eben auch eine Zusage bekommen. Wobei ich sagen muss, der Brief von meinem späteren Verlag war der zweite, den ich erhielt. Nach einer Ablehnung ja, aber es war eine nette Ablehnung. Ich habe später den Unterschied gesehen. Mit nett meine ich, dass sie 1,5-seitig war und wirklich auf das Manuskript eingegangen ist und auch auf die Gründe des Lektors, warum er gemeint hat, sie sei noch nicht so weit. Wohingegen die späteren Ablehnungen, die einflatterten, als schon die Zusage von meinem anderen Verlag da war, die waren Standardablehnungen. Das war damals noch so, sehr geehrter T-R. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir Ihre Einsendung aus Gründen unseres Verlagsprogramms leider nicht berücksichtigen können, mit freundlichen Grüßen in Abwesenheit. Die kamen aber, wie gesagt, nachdem ein Brief schon da war, in dem stand: Liebe Frau Kinkel, mit Begeisterung habe ich Ihr Manuskript über Byron und Augusta gelesen. Bitte rufen Sie mich unter folgender Nummer zurück. Und deswegen haben Sie mich weniger hart getroffen. Und woher kam das Thema für deinen ersten Roman mit Byron? Kam das auch aus dem Studium raus oder eher privat? Das kam privat, beziehungsweise als ich noch in der Schule war, war es so, dass ich über eine Kurzbiografie von Byron gestolpert bin, die mich interessiert hat. Ich habe angefangen, mehr zu Person und Werk zu lesen. Und in diesem Fall war es so, dass die Veröffentlichungssituation von Originalquellen sehr gut war. Ich brauchte also nicht weiter damals zu gehen als bis zur Bamberger Unibibliothek, um schon an Briefwechsel und Tagebücher zu kommen und auch nicht nur Byrons Briefe, sondern die auch von seinen Familienmitgliedern, was sehr wichtig war. Das Ganze hat dann dazu geführt, dass ich eine bestimmte Geschichte erzählen wollte und dass dann, als ich von Bamberg nach München gezogen bin, während meines ersten Semesters dann auch getan habe. Damals übrigens tatsächlich noch im handgeschriebenen Manuskript. Alle späteren sind dann direkt getippt. Ich konnte schon tippen, aber ich war damals noch nicht so vertraut mit Computern. Das war der einzige Grund, warum ich es zuerst mit der Hand und dann abgeschrieben habe. Aber war das nicht unglaublich entnervend, das alles nochmal abzutippen? Oh ja, natürlich, aber wenn man 19 ist und noch ziemlich am Anfang steht, dann kriegt man das hin. Und außerdem war das natürlich auch schon mal eine erste Korrektur durch Gehenslektion, das alles noch einmal abzutippen. Es ist zwar eine enorme Hilfe im Computer, dann einfach nur im Word, wenn man eine Passage ändern will, eben diese Passage zu ändern und nicht den gesamten Text. Aber wir Autoren schreiben niemals gleich so perfekt, dass es in Druck gehen kann. Und jeden Satz wieder und wieder und wieder durchzugehen, erst selbst und dann mit Hilfe des Lektors oder der Lektorin, ist einfach bitter notwendig. Damals bei meinem ersten Manuskript war es nochmal abzutippen natürlich gleichzeitig eine rigorose Art und Weise, mich dazu zu zwingen, mich mit jedem Satz nochmal auseinanderzusetzen. Ich würde es nicht für weitere Manuskripte empfehlen, aber damals war es sicher für ein Erstlingsmanuskript nicht die schlechteste Art und Weise. Ich wollte nochmal darauf hinaus, du hast dich dann ja auf die historischen Romane eingeschossen ziemlich schnell. Ich
schreibe hauptsächlich, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich historische Romane, weil die Geschichte einfach so eine Vielzahl an interessanten Geschichten, an Epochen und Personen bietet und ein ungeheuer reiches Stoffgebiet. Außerdem bietet sie mir die große Freiheit, mir jedes Mal eine andere Epoche aussuchen zu können. Ich könnte nicht ewig nur in der gleichen Epoche, egal ob es die Gegenwart ist oder irgendein bestimmtes Jahrhundert, bleiben. Ich brauche die Herausforderung, mich jedes Mal mit etwas anderem zu beschäftigen. Um jetzt nur ein paar jüngste Beispiele zu nennen. Der Roman, den ich jetzt auf der Buchmesse vorstelle, spielt in zwei verschiedenen Zeitebenen, 1998 und dann in Rückblicken 1967 bis 1977. Also es geht um ein Mutter-Tochter-Verhältnis, es geht aber auch um die RAF, es geht um das, was aus der 68er-Revolution geworden ist und die verschiedenen Kräfte in den 70er-Jahren. Es geht darum, wie es für die Opfer des Terrors war, damit fertig zu werden. Und vor diesem Roman war der letzte Roman, den ich veröffentlicht habe im letzten Jahr, hier einer, der sich mit der Mongolenherrscherin Mandukhai, die im 15. Jahrhundert lebte, beschäftigt hat. Und der Roman davor, Verführung, handelte von einer italienischen Sängerin im Rokoko. Also ich habe keine Grenzen, keine geografischen und keine Grenzen der Epoche, auf die ich fixiert bin. Und das ist für mich ein wesentliches Bestandteil des Schreibens, sich diese Freiheit nehmen zu können. Das ist natürlich auch jedes Mal ein ziemlicher Rechercheaufwand, ne? Weil ich meine, deine Romane zeichnen ja auch aus, dass sie eben sehr gut recherchiert sind, was man nur auch nicht von vielen historischen Romanen gerade in Deutschland sagen kann. Wie ist denn da deine Vorgehensweise? Liest du erst ganz, ganz viel, um dir da die Epoche anzueignen und entwickelst dann Ideen oder geht das Hand in Hand? Ich habe eine leicht unterschiedliche Herangehensweise, je nachdem, ob ich über eine bestimmte historische Person schreibe oder über eine fiktive Person, aber angesiedelt in einer historischen Epoche oder über ein Gegenwartsthema, in dem ich mich nicht gut auskenne. Bei meinem allerersten Gegenwartsroman, zum Beispiel Götterdämmerung, da musste ich nicht weniger, sondern mehr recherchieren als für die meisten meiner historischen Romane, weil es da um die Pharmaindustrie ging und ich überhaupt keine naturwissenschaftlichen Vorkenntnisse hatte, wohingegen ich bei einem Roman, der im alten Rom spielt, schon mal Grundkenntnisse hatte, die ich mir nicht erst aneignen musste. Jetzt, bei diesem Roman war es so, was bisher nur bei zwei weiteren meiner Romane der Fall war, dass ich neben der Recherche über Bibliotheken, die in jedem Fall, egal wann der Roman spielt, ein frühes, wichtiges Recherchemittel darstellt, dass ich daneben also auch Interviews machen konnte. Und hier war es so, dass ich eben Gespräche mit sehr wichtigen Quellen führen konnte, wie zum Beispiel meinem Namensvetter, mit dem ich aber nicht verwandt bin, dem ehemaligen Außenminister Kinkel, der in den 70er Jahren ja zuerst unter Genscher als Genscher Innenminister war, war er Staatssekretär im Innenministerium und mit dem ganzen RAF-Komplex befasst. Er war in den 80er Jahren derjenige, der die Verhandlungen mit den Streikführern in den Gefängnissen geführt hat, mit Brigitte Mohnhaupt zum Beispiel, und er war in den 90er Jahren derjenige, der die sogenannte Kinkel-Initiative erstellt hat, die dann zum Gewaltverzicht und dann zur Selbstauflösung der RAF geführt hat. Und das heißt also, er war einer der wichtigsten Zeitzeugen und er war so nett, mir nicht nur in Gesprächen zur Verfügung zu stehen, sondern mich auch Einblick in Protokolle, die noch nicht veröffentlicht sind, nehmen zu lassen, was natürlich toll war. Außerdem bin ich im deutschen Penn und dort sind eine Menge Alt-68er, die damals natürlich auf genau der entgegengesetzten Seite standen und mir einiges darüber erzählen konnten, wie sie diese Zeit erlebt haben. Das klingt total spannend. Ja, wir sind auch schon wieder mit unserer Zeit am Ende. Ja, ich wünsche dir noch eine ganz erfolgreiche Buchmesse und hab vielen Dank fürs Gespräch. Gern geschehen. Kapitel 1: Wie werde ich Schriftsteller?